Servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal und wir sind wieder in den Alpen und spielen unsere wunderschöne Alpenmap Neu Mini Brunn. So, wir haben hier noch einiges an Gras auf unserem Grasfeld, das wir gemäht haben und das werden wir hier noch einsammeln und in unseren Silo kippen, damit wir daraus Silage produzieren können. Und das letzte Mal hatten wir ja noch einen Auftrag, einen Ernteauftrag, den haben wir natürlich auch abgearbeitet. Unseren Tieren geht es auch soweit ganz gut und ich habe mir jetzt gerade mal ein bisschen angeguckt, hier dieser Pöttinger, der hat ja kein Siliermitteltank, den können wir hier leider nicht anbringen und ich bin echt immer überlegen, ob wir den tauschen gegen eine Nummer größer von Pöttinger, dann haben wir Siliermitteltank und dann haben wir auch, ich glaube 22, 23 Kubik, das heißt, da kommen wir natürlich auch ein bisschen besser rum, zumal wir ja noch ein Grasfeld am anderen Ende haben. Ja gut, am anderen Ende hier auf dieser kleinen Map. Ja, das ist ja so eher diese kleinere Map. Wir haben ja dann noch die Big Farm und hier haben wir natürlich keine ganz so großen Wege. Aber nichtsdestoweniger ist es trotzdem so, dass wir natürlich doch ein paar Wege zu fahren haben. Das größere Problem ist eher, dass wir natürlich gucken müssen von den PS, dass wir da hier zurechtkommen. So, ich glaube, das müssten wir jetzt gerade vielleicht noch so hinkriegen. ...89. So, dann sollten wir jetzt eigentlich alles eingesammelt haben. So, da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Und dann haben wir alles. So, und dann sage ich, das machen wir. Wir werden hier den verkaufen. Und dann holen wir uns eine Nummer größer. Oh, wir müssen uns um den Salat kümmern. Ja, und dann werden wir auch noch hier Getreide, ich weiß jetzt gar nicht was, Soja oder so, ich glaube Soja, werden wir noch verkaufen fahren, damit wir noch ein bisschen Einnahmen haben. So, zack. Wir schauen mal. Dann haben wir etwas mehr als 70.000 Gras. Silage haben wir sowieso jede Menge und Stroh haben wir auch jede Menge. Wir können natürlich dann auch mal bei Gelegenheit dieses verkaufen. Ich überlege jetzt gerade, macht es noch Sinn, das Ding zu putzen? Ja, ich denke mir, da kriegen wir vielleicht noch einen Euro mehr. Dann sieht es auch besser aus für den Händler. So, dann nehmen wir ihm hier ein bisschen die Arbeit ab. Augenblick. Da ist er. So. Und dann werden wir das mal hier ein bisschen putzen. So. Sehr gut, jetzt sieht er ja fast wie neu aus. Na. Und wieder rein. Und dann fahren wir mal zum Händler, verkaufen das Teil. Müssten wir eigentlich, denke ich, so um die 35 noch kriegen. Und der neue, wenn ich das richtig gesehen habe, wird irgendwo so um die 70 liegen. So, wie sieht's aus? Kommt da was? Nein, da kommt nichts. Da kommt auch nichts. So. Ja, ups. Ja, so, wir hatten ja die letzten Folgen ein bisschen Probleme mit unserem Drescher und mit diesem Spezialdrescher, der eben hier speziell für die Hanglagen konzipiert ist, wo ja das Schneidwerk dem Hang folgen kann in der Schräglage, aber dann eben durch Nivellierung das Fahrzeug selber waagrecht bleibt. Das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Mod, aber da hat der Helfer immer ein bisschen gebockt, da hat ein bisschen dann rumgemacht, ist hängen geblieben und ein bisschen rumgesprungen und da hat mir dann auch jemand geschrieben in die Kommentare, dass das wohl eher an der Mod liegt als an der Map und deswegen habe ich leider den Drescher wieder erstmal wieder verkauft und wir werden uns mal umsehen, weil so ein Drescher würde uns natürlich sehr gut zu Gesicht stehen hier auf dieser Map, würde hervorragend hier reinpassen. Aber wir müssen natürlich schauen, ob wir halt auch dann was Vernünftiges finden, das halt auch problemlos mit dem Helfer funktioniert. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier für diesen schönen Anhänger, der fast nagelneu ist, fast ungebraucht,
was wir hier noch bekommen. So. Okay. Was gibt er uns? Wie, nur 18.000? Puh. Naja. Wenn es denn so ist, dann verkaufen wir ihn. Gut, und dann schauen wir mal, was wir bekommen können. Ladewagen. Ladewagen, der nächstgrößere 70.000, 130 PS, 26. Und da haben wir auf jeden Fall die Option Siliermitteltank. Und Kennzeichen, hups, erstmal das Kennzeichen. So. Weil den werden wir uns gönnen. FR, SC und dann, ja, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Nehmen wir die 23, wird schon passen. So, Siliermitteltank haben wir, passt schon 72. Naja, okay. Aber den werden wir ja ständig brauchen. 130 PS, jetzt muss ich noch gerade mal schauen, was hat denn eigentlich der Valtra hier? 145, 145, also das geht. So, zumindest werden wir den bis zum Hof bringen. So, ach so, ja, wir brauchen ja natürlich Siliermittel, ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen. So, wir brauchen ja Siliermittel. Siliermittel ist auf Palette, glaube ich, oder? Da. Was ist denn das? Beizmittel? Wofür brauchen wir nochmal das? Ach so, das war, glaube ich, irgendwie für. Ja, okay, ich weiß. So, okay, Siliermittel einmal gekauft. Und können wir schon aufladen, auffüllen? Ja, können wir schon. So, ich würde dann aber, wenn das geht, geht das? Objekt zu schwer. Naja, okay. Dann ist es halt so. Gut. So, jetzt muss ich gleich mal einen Schluck trinken. Bin hier schon den ganzen Samstag am Aufnehmen. So, kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch. Da kommen wir auch durch. Sehr gut. So, ja, wir merken schon. Oje, oje, oje. Da kommt ja gerade hier mal so den Hang hoch. Also, das heißt, wir müssen definitiv mit dem anderen Valtra. Außer natürlich, wir sind in der Ebene. Aber hier am Hang wird es ganz, ganz schwer. Also mit Steigungen geht das nicht. Aber nun gut, wenn wir es wissen, sei es drum. So, hier müssen wir mal ein bisschen aufpassen, wenn da einer rausgeschossen kommt. Die Kollegen nehmen ja da wenig Rücksicht. Der Flieger wieder über uns. Und hier geht's zum Hof. Jetzt hoffe ich, dass das Schleppdach auch groß genug ist für den Kollegen hier. So, hier ist nämlich unsere Parkposition. Upsala. Rückwärtsgang und dann schauen wir mal, ob der hier reinpasst. Ja, ein kleines bisschen wird er wohl dann rausschauen. Okay, dann stellen wir mal ab. So, und parken den Schlepper jetzt. Ach so, nee, wir müssen ja hier einladen. Das macht keinen Sinn, wenn wir den hier in den Weg stellen. Dann stellen wir den einfach hier in unseren, vor unserer Saatmaschine. Wieder mal vergessen, den Motor auszuschalten. Ah, Charlie ist auch da. Servus. So, Motor an. Und jetzt muss ich noch mal schauen, was wir eigentlich verkaufen wollen. Ich glaube, es war so, ja. Okay.
Okay. So. Hier müssen wir schauen. Soja 9000 hat im Moment den größten Preis. Juli, das passt. Yep. So. Jetzt nochmal gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Im Prinzip ist egal. Bauernmarkt. Der Bauernmarkt war doch da oben, glaube ich. Hier, oder? Nee. Getreidemühle, wo ist denn jetzt? Bauernmarkt. Bäckerei? Bauernmarkt? Der ist doch nicht im Ort, oder? Müslifabrik. Ich bin schon wieder etwas planlos. Bauernmarkt. Das war er doch, oder? Ja, natürlich, klar. So, was haben wir hier? Ach, der Gesteinsbrecher. Okay, also los geht's. Dann machen wir unser Soja zu Geld. Und dann können wir noch mal uns überlegen, ob wir vielleicht doch noch einen Auftrag annehmen. Aber pff, ich bin da jetzt auch gerade ein bisschen unschlüssig, weil wegen 2000 Euro jetzt ein grober Auftrag. Dann vielleicht doch lieber in den nächsten Monat und anfangen, unsere Felder zu ernten. So, wir fahren wieder rechts rum. Rechts rum ist immer gut. Gegen den Uhrzeigersinn. Da drüben laufen sie durch den Park. So. Und wir müssen uns eigentlich noch Gedanken machen, was wir eigentlich hier auf unserem neuen Feld hier aussäen wollen. Ich bin mir da auch noch nicht ganz so schlüssig. Gekalkt und gedüngt haben wir ja. Wir könnten, gegrubbert haben wir es auch. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir da ansehen. Das Problem ist, wir haben noch kein Maisgebiss. Also Sonnenblumen und Mais. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Gebiss. Aber das wird ja diese Saison noch nicht geerntet, wenn ich richtig weiß. Da schauen wir dann gleich mal nach. So, hier ist der Bauernmarkt. Hier laden wir ab. Jetzt überlege ich gerade, müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, weil das Ding nach oben geht. Nee, müsste passen. So, was kriegen wir denn? Knappe 20.000, etwas mehr als 20.000, aber Umweltbonus. Ich überlege gerade nochmal, schauen wir mal, 62. Naja, ist halt noch nicht so berauschend, weil wir hier ein Feld haben mit 44 und die anderen Felder 73. Also da müssen wir eigentlich echt noch was tun, damit hier die Felder mal ein bisschen nach oben gehen und wir einen höheren Umweltbonus bekommen. Also da müssen wir noch einiges nacharbeiten. Wir schauen jetzt mal, wie es eigentlich mit der Ernte aussieht. Das Feld, die 4 und die 11 sind bald erntereif. Und hier haben wir ja gegrubbert. Okay, die zwei Grasfelder. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt am besten ansehen. Ja gut, also diese Saison geht da gar nichts mehr. Raps, Gerste oder Weizen. Wenn wir Weizen aussehen... Ja, dann steht das Material auf jeden Fall ein Jahr. Wann können wir... Ja, Mais ist rum. Sonnenblumen sind rum. Also dann brauchen wir uns gar keine Gedanken machen über ein entsprechendes Gebiss. Wir werden definitiv mit unserem Drescher das ernten können. Und wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit und werden dann, denke ich, auch noch Gülle, genügend Gülle haben, damit wir das Feld auf jeden Fall auch düngen können. So, also können wir da uns auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit lassen für die Entscheidung. Ist rechts frei? Rechts ist frei. Das waren die letzten Worte des Beifahrers. So, hier machen wir einen Deckel drauf. Ups.
und fahren hier wieder rechts, wenn frei ist. Ja, rechts ist frei. Ne, links ist frei, aber da kommt was. Hat er uns gerade angehupt? So. Ah, das sind halt schon schöne Felder hier, ne? Auf der rechten Seite. Das wäre schon spannend und interessant. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wie wir expandieren können. Wie gesagt, die Graswiese hier neben uns, die ja ursprünglich zum Hof gehört, da können wir auf jeden Fall noch Stallungen hinpflanzen und als Erweiterung nehmen. Und ansonsten wollen wir ja dann irgendwann im Herbst, wenn wir soweit mit der Feldarbeit durch sind, Forstwirtschaft eventuell betreiben. Also nicht nur eventuell, sondern eigentlich relativ sicher. So, soweit so gut. Augenblick. Ja, der Frosch im Hals ist heute hartnäckig. Aber wie gesagt, ich bin jetzt schon einige Stunden hier am Aufnehmen und werde jetzt dann auch langsam Feierabend machen. Ihn, den Kollegen, können wir jetzt noch schnell putzen. Bingo. So. Zack. Nein, nicht Werkstatt. Hier, zack. So, sauber machen. Ah, ja, 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 so. Ja, in unserem anderen Projekt Big Farm geht es ja zurzeit auch weiter. Da haben wir ja auch komische Phänomene seit dem Content-Update mit was die Ballen angeht. Ich meine, hier auf dieser Map haben wir noch gar keine Ballen verwendet, außer bei diesem einen Auftrag, wo wir die Göweil-Ballenpresse ja mal ausprobiert haben. Und da gab es damals jedenfalls noch keine Probleme mit dem Abtransport der Ballen. Und seit diesem Update habe ich dieses Problem, dass die Ballen ja wild durch die Gegend springen. Naja, okay. So, weg damit. Dann werden wir das hier mal, wobei, ja, dann werden wir das hier jetzt erstmal wegräumen. So. Okay. Und dann wieder hier drehen in dieser Enge. So, ein bisschen zurück. Ja gut, die Spritze werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. So, und das Gewicht steht, glaube ich, da. Genau. Sehr gut, dann werden wir erstmal hier ein bisschen aufräumen. Und dann soll es auch das gewesen sein, erstmal wieder für diese Folge. Den stellen wir jetzt auch hier in den Schuppen. Gut. Ja, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein für diese Folge. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für das Zusehen, für eure Zeit. Bedanke mich auch recht herzlich für euer Feedback und heiße auch alle neuen Abonnenten hier auf dem Kanal recht herzlich willkommen. Und wir sehen uns demnächst wieder hier, entweder beim Landwirtschaftssimulator, bei The Division oder EA Sports PGA Tour, wo wir jetzt im Karrieremodus angelangt sind. Und das nächste Turnier, Augusta National, das Masters ist. Also wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit einem Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.